Servus Whisky-Freunde, herzlich willkommen beim nächsten Video. Wie angekündigt geht es um den Whisky-Abo Glenallachie für den Monat Oktober. Ja, Glenallachie haut im Moment Fässer und Abfüllungen raus, ich komme gar nicht mehr nach. Ja, dieser hier kommt aus einem Oloroso Sherry Punchen. Es gab noch 696 Flaschen. Keine Färbung, keine Kühlfiltrierung, 52,8%. Und mit 13 Jahren Alter. Ja, Vintage 2008. Ja, der Preis ist heftig. Der Preis ist heftig. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann nur eins sagen. Zahle ich nicht. Bin dennoch gespannt, wie der Whisky ist. Zur Brennerei habe ich hier gleich ein paar Infos noch, für die, die es interessiert. Die 1967 erbaute und damit noch sehr junge Brennerei steht in der Speyside im Tal der Steine Glenallachie. Bis ein Team rund um Billy Walker, ehemals Masterblender bei Glenronach, Benriach und Glenglassau, die Destillerie 2017 übernommen hat, produziert diese praktisch nur Whisky für die Blendindustrie. Clan Campbell und House of Lords sind hier genannt als Beispiele. Mit Billy Walker wurde der Brennerei wieder Leben eingehaucht und es kommen nach und nach Originalabfüllungen auf den Markt. Ja, das spüren wir ja. Denn die Brennerei verfügt über einen großzügigen Fassbestand, der zusammen mit der Brennerei den Besitzer gewechselt hat. Und wie immer, wenn Billy Walker seine Finger im Spiel hat, wurde die Brennerei zuerst umgetauft. Aus Glenallachie wurde Glenallachie. Hä? Ja, die haben einfach... Hier unten ist es vermerkt, die haben hier unten einfach... Glenallachie war vorher anscheinend zusammengeschrieben, jetzt ist es Glen und dann mit großem A geht es weiter Allachie. Das umbenennen kann, ja. Sieht ein bisschen besser aus vielleicht. Ja gut, ich habe ein bisschen Wasser bereitgestellt, was er Wasser braucht. Das Sample ist jetzt schon ja, seit 20, 25 Minuten eingeschenkt. Bei Sherry Whiskys gebe ich immer gerne Zeit, auch wenn die nicht so alt sind. Die Farbe ist ein dunkler Kupferton, Mahagoni, sehr dunkel. Das Fass scheint viel Farbe abgegeben zu haben. Haben wir hier noch auf dem Sample noch irgendwelche Infos, die wir brauchen könnten? Nein, 52,8%, Single Whisky ist klar. Ja, so sehen die Samples aus. Noch mit QR-Code für mehr Infos. Dann würde ich doch mal sagen, halten wir mal die Nase in eine weitere Glenallachie Abfüllung. Schokoladig, beerig, süß. Der Alkohol scheint gut eingebunden zu sein. Zimt. Weingummis. Vergorene dunkle Früchte. Eine dunkle Marmelade. Lakritz auch. Ja, die Nase ist schon mal sehr, sehr lecker. Bratapfel. Ja, diese Weingummis, wie ich finde, sind sehr stark, sehr süß. Bisschen Schokolade, dunkle, schon in der Nase. Fruchtig, süß. Ja, die Nase ist schon mal sehr ansprechend. Wie es bei einem sherry-reiften Whisky sein soll. Eine Nussigkeit, oloroso-typisch, wie ich finde. Ist immer eine leichte Nuss. Geröstete Nuss ist dabei. Ja, probieren wir mal den Gaumen. Slange. Schiebt da richtig an, der hat schönen Druck, kräftige Würze, der kann durchaus ein Tröpfchen Wasser vertragen. Im Mund hat er eine interessante Note drin.
So etwas Altes, Muffiges. Und da ist jetzt was drin. Muss ich dann noch mal probieren. Es schmeckt, wie wenn es gleich in die Bitterkeit gehen würde, tut es aber nicht. Er bleibt süß, er bleibt dunkel, er bleibt ledrig. Und so eine leicht muffige Note. Und das Holz, dunkle Schokolade. Ja, das ist speziell, das habe ich jetzt noch nie gehabt bei so einem Whisky. Eine leichte Harzigkeit, also eine leichte Tannenholznote. In der Nase nicht so. Wie wenn man in den Tannenwald reinläuft. Hat es eine ganz feine Note schon in der Nase jetzt, doch. Im Mund ist sie dann kräftiger. Der Abgang ist wieder schokoladig, dunkel, fruchtig, süß. Etwas Tabak und Eichenholz. Ja, ich gebe jetzt mal ein bisschen Wasser hinzu. Sollte eigentlich schon reichen. Ich möchte da nicht zu viel verdünnen, weil es ist ja auch nicht mal wahnsinnig viel im Glas. Er macht jetzt ein bisschen auf in die hellere Fruchtregion. Jetzt rieche ich hier auch einen schönen roten Apfel. Frisch aber. Etwas Honig. Und Preiselbeeren. Ja, definitiv. Rote Weintrauben sind auch da. Jetzt was mich jetzt sehr interessiert ist, wie er sich jetzt im Mund feilt mit ein bisschen Wasser. Jetzt hat er dieses Tannenholz harzartige Aroma im Mund ein bisschen verloren. Das ist fast nicht mehr spürbar. Hat jetzt mehr wieder in die Süße gewechselt. Mehr in die Beerenrichtung. Brombeere, Stachelbeere. Speziell. Jetzt gefällt er mir ein bisschen besser. Die Zimt- und Lakritznote ist ein bisschen stärker geworden. Auch dieses Muffige ist leicht spürbar noch, aber nicht. Nie mehr so stark wie vorher. Und er hat eine ganz, ganz feine Zündholznote. Aber nur ganz, ganz, ganz fein. Das gefällt mir. Ja, jetzt riecht auch ein bisschen wie diese Sachertorte, Schokolade, Konfitüre, Marmelade. Ja. Ja, lecker ist das schon, keine Frage. Was mir besonders gefällt hier, oder was mir allgemein jetzt gefällt bei dem ist, er hat nicht dieses aufgesetzte Sherry-Aroma. Hier wirkt das Sherry-Aroma wirklich gesetzt, verbunden mit dem Whisky, gut gearbeitet mit dem Fass.
Also der Sherry, der in dem Sherry-Fass lag, der war nicht zu kurz drin, weil es wirkt überhaupt nicht aufgesetzt. Es gab in der letzten Zeit jetzt ja viele Whiskys, die so aufgesetzten, aufgesprittenen Sherry-Geruch, Aroma, Geschmack hatten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hier wirkt das wirklich gesetzt, so wie es sein sollte. Ja, ich denke, der werde mit noch ein bisschen mehr Alter, könnte der eine hochkomplexe Geschichte geben. Man müsste den halt einfach dann früh genug aus dem Fass nehmen, weil der hat jetzt wirklich schon recht intensive Aromen und Geschmäcker drin. Nicht, dass der in die bittere Seite dann kippt oder kippen würde. Das Fass ist ja schon geleert worden. Ja, er hat eine leichte Zündholznote, finde ich, hat er. Aber ich mag ja Schwefel. Also es ist bei weitem jetzt keine Schwefelnote, aber so eine leichte abgebrannte Zündholznote ist da. Mit den ganzen Früchten, mit dem Brombeeren, mit den Stachelbeeren, mit dem Honig, mit dem roten Apfel. Anfangs noch mit dem Bratapfel. Aber schön ist jetzt, dass das Muffige weg ist. Und dieses Tannenholz-Harzartige, vor allem am Gaumen. Der Abgang ist lang. Der Sherry bleibt schön kleben, dunkle Schokolade, ein bisschen Kakaopulver, Eiche und die Süße. Ja. Eine leichte Trockenheit macht sich an der Seite vom Mund bemerkbar hier. Ja, gelungener 13-jähriger Sherry Whisky. Gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Zum Preis, ja, 55 Franken. Nein. Es ist, wie ich es schon beim vorherigen Video oder beim vorherigen Tasting Review gesagt habe, das ist jetzt auch wieder ein Whisky, der eigentlich grundsolide ist, lecker, schmackhaft, alles, aber der spielt nicht. Der spielt nicht in dieser Preiskategorie. Für 155 Franken? Klar, zurzeit sind das die Preise, aber der spielt für mich nicht in dieser Kategorie. Wie im letzten Video auch gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden. Die Whiskys werden im Moment verkauft. Ich werde mir keinen zulegen. Ich habe noch im Sample genügend über. Er ist fein, er ist aromatisch, er ist wie ein Sherry Whisky sein sollte, auch mit 13 Jahren. Hat er schon eine schöne Komplexität, eine schöne Tiefe, aber wie gesagt, ich steige bei der Preiskategorie bereits wieder aus. Ja, Glenallachie, 13 Jahre, abgefüllt ist diese Abfüllung für die Schweiz, Single Cask, 52,8%, 13 Jahre, Oloroso Sherry Punschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Kommentare, ob ihr diesen Whisky kennt oder eine Schwesterflasche oder was auch immer, was Vergleichbares. Im Moment gibt es ja unzählige solche Abfüllungen. Eure Eindrücke würden mich interessieren. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich würde mich freuen. Like das Video wie immer. Und ansonsten einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video.